Moin Moin in St. Peter-Ording. Moin Moin ihr Lieben, heute bin ich wieder für euch in St. Peter-Ording unterwegs, mitten im Bad und ich besuche heute die Räucherscheune, Katis Räucherscheune. Schauen wir mal, was uns da drin erwartet. Moin Moin Kati. Ja, moin. Schön, dass wir hier sein dürfen in Katis Räucherscheune. Hier findet man alles, was ein Fischliebhaber gerne hat. Du hast alles, was mit Fisch zu tun hat. Salate, Räucherfisch, alles. Wie man hier sieht, es ist ein Familienunternehmen, ein Traditionsunternehmen. Euch gibt es schon wie lange? Hier seit 2012 und den Ursprungsladen meines Vaters seit 1986. Das ist ja toll. Das ist die sogenannte Räucherscheune von deinem Vater, wo du auch deine Ware teils her beziehst. Ihr macht Salate teils selbst, auch viel. Eigentlich das meiste macht ihr selbst. Ja. Du bietest warme und kalte Speisen auch zum Mitnehmen an. Oder man kann auch bei dir hier auf der Terrasse sitzen. Wie sind deine Öffnungszeiten? Du bist viel für die Gäste da. Wie sind deine Zeiten? Wir sind von Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 16 Uhr für euch da. Das ist ja toll. Kati, hast du etwas, was du sagst, das muss man hier bei dir essen? Das gibt es nur hier bei dir zum Beispiel. Gibt es, und das haben wir auch schon mal einmal für euch vorbereitet. Das ist unser Backfischbrötchen. Das ist Kabeljaufilet in Kartoffelpanade im Ofen gebacken mit einer hausgemachten Senfcreme und unserem hausgemachten Coleslaw. Das gibt es nur bei uns. Kati, wir werden das testen. Ja, sehr gerne. Und werden dir ein Feedback geben. Sehr, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass wir kommen durften. Gerne. Und wir werden das jetzt gleich mal testen. Köstlich. Dieses Fischbrötchen mit diesem leckeren Backfisch und dieser köstlichen Soße erhaltet ihr hier für 5 Euro. Kommt hier in Katis Räucherscheune. Viele, viele interessante und tolle Gerichte und Köstlichkeiten erwarten euch hier. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like oder abonniert mich gleich. Und schaut bitte auch gerne mal auf meine Webseite, wenn ihr nach St. Peter kommen möchtet, unter watt-will-mann-mehr.de. Und Kati und ich, wir freuen uns auf euch. Ja.